Hallo Leute, willkommen bei diesem Sims 4 Let's Build Video. Ich baue ein Starterhaus für die Zwillinge Judy und Mia aus meinem Kendra Let's Play und für ihre Partner. Jo, darum nenne ich das einfach mal Zwillingsstarterhaus, denn es soll ja auch irgendeinen Namen kriegen. Und ich baue das mit nur dem Basisspiel und dem Sonnenterrassen-Pack. Da habe ich... zeig euch mal, was es hier bei den Sonnenterrassen gibt. Da gibt es ganz interessante so Sitzmöbel. Die kann man für draußen benutzen, aber die kann man auch drinnen benutzen fürs Wohnzimmer, denke ich mal. Es gibt auch einen Tisch, den kann man eigentlich auch nehmen. Hier, das ist sogar noch ein Tisch. Es gibt Küchenmöbel und natürlich den tollen Whirlpool. Den sollte man sich dann auch irgendwie gönnen können, obwohl das natürlich dann eine knappe Angelegenheit wird für ein Starterhaus. Hier gibt es auch den tollen Grill, aber ich schätze mal, der ist finanziell nicht drin. Ich baue so viel wie möglich rein und versuche es aber bei 20.000 zu lassen. Das heißt, ich werde nicht alle diese schnieken Luxusteile von dem Sonnenterrassen-Pack einbauen können. Es wird also einen Schwerpunkt schon auch auf Basisspiel haben. So, und passend zu diesem Stil soll das dann vielleicht mal ausnahmsweise relativ schwarz-weiß, vielleicht noch mit so ein bisschen Grau drin und dann vielleicht Rot oder Blau, also ein anderer Farbton noch. Und das sehen wir mal. Und es soll reichen für zwei Paare. Ich dachte mir, da sollen Zwillinge, erstmal zwei männliche, junge, erwachsene Zwillinge einziehen. Dies hier ist ja das Grundstück, da hat auch schon der David gewohnt und der Tom heißt der, glaube ich, der Partner von der Sunny. Hier sieht man jetzt nicht Kendras Haus und Sunnys Haus und das, die alte Hütte von Kendra, weil das ist meine Bauwelt. Und ich baue lieber in separaten Welten, dann bringe ich meine Spielwelten nicht durcheinander. So, jetzt sollte ich aber mal anfangen zu bauen. Und dann fängt gleich das Schwierigste gleich am Anfang an, finde ich immer wieder. Was für einen Grundriss mache ich? Es soll ja auch nicht immer gleich bleiben oder ja gleich werden. Ja, auf jeden Fall soll das zweistöckig sein. Und mache ich ein Fundament, sollte man eigentlich schon. Und ein bisschen Platz sollte man auch haben, zum Beispiel für ein Outdoor-Whirlpool. Vielleicht mache ich das Ganze ein bisschen moderner als sonst oft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, damit kann man schon was anfangen. Und oben baue ich das vielleicht so, dass man dann rechts eine Terrasse hat, die überdacht ist. Das geht sogar bis hierhin gut. Und hier hinten passt vielleicht der Whirlpool hin. Ich hoffe, wir haben genug Geld für den. Und dann sieht das Ganze auch etwas stylisch aus. So, jetzt überprüfe ich mal die Wandhöhe. Ich mache es mal flach. Mal gucken, was der Geldunterschied ist. Ah, sieht man gar nicht. Na toll. Dann mache ich dieses hier mal auf. So kostet es jetzt schon 8480. Nein, nein, nein. Ich fürchte, ich muss es von vornherein verkleinern. Hm? Zeigt gar keinen Unterschied an. Aber die sind viel teurer hier. Das weiß ich. Hier kann man das, glaube ich, auch sehen. Ja, hm. 6480 und ja, da sieht man das noch mit den hohen Wänden. Ich mache mal die niedrigen Wände. Und ja, vielleicht muss ich es kleiner machen. Wenn das jetzt schon so teuer ist, völlig nackt. Das macht nicht viel Unterschied. Das bringt gerade mal 120 Simoleons. Tja, Starterhaus bauen hat schon gewisse Nachteile.
Und die Treppe hier, die ist so teuer. Uiuiui, die kostet 7,5 mal so viel wie die. Die kostet 10, aber pro Stufe oder so. Und die kostet nur 5. Ich denke mal, dann nehmen wir lieber die in weiß. So. Tja, nehmen wir das so. Ich probiere das mal so. Und gucken, wo es oben ankommt. Guck. Ja. Wir brauchen ja 2 Erwachsenenschlafzimmer und mindestens ein Kinderschlafzimmer, wo die Kinder gegebenenfalls zusammenschlafen können. Das würde ja schon reichen. Ich glaube, das Ding ist hier einfach zu groß. So. Ja. Das kriegt man einfach gar nicht alles möbliert. So. Und dann müsste ich aber dieses hier auch verschieben. Wie groß ist denn der Whirlpool? Also. Ja, man konstruiert das ganze Haus um einen Whirlpool rum. Ganz toll. Aber ich finde, das ist so ein Highlight von diesem Pack. Und wenn ich schon ein Haus mit diesem Pack baue, muss der unbedingt da rein. Der würde hier hinpassen. Ja, ist aber schon ein bisschen gequetscht. Ich mach's wieder eins größer. So. Okay, dann müssen wir, dann machen wir hier irgendwie eine Tür. Gut. Ja, ein Dach. Hier oben machen wir natürlich ein Dach, ganz klar. Wie breit haben wir das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, da muss auf jeden Fall ein Badezimmer rein. 2 Schlafzimmer, man könnte ein Kinderzimmer ja auch hier unten machen. Mit noch einem Bad. Und dann hier irgendwie so offener Grundrissplan, Küche und Wohnzimmer. Ja. Das ist alles ein bisschen überdimensioniert. Man spart zwar nicht so viel, wenn man die Wände kleiner macht, aber man muss das ja dann auch möblieren. So. Und wenn ich hier ein Kinderzimmer reinmache, mal gucken. Ich mache einfach mal ein Kinderzimmer, sagen wir mal für 2 Kinder. Reicht eigentlich 4? 4 mal 5. Das ist jetzt dann natürlich nichts Besonderes. Ne, es ist schon eine arg kleine Butze. Bisschen größer sollte es sein. Aber das reicht gut. Und dann könnten wir das hier einfach ein schmaler machen. So, Treppe nach innen, jawohl. Und haben dann ein riesig langes Bad. Muss das hier so lang sein? 1, 2, 3 für die Betten. Und 2 Luft. Wir können das Ganze hier auch eins reinziehen. Und dann ist das Bad hier. Ja, ein 3x4 Bad reicht völlig. Gut. Da muss ich hier natürlich jetzt Anpassungen machen. Das sollte dann eins weiter nach vorne, damit der Whirlpool Platz hat. Und jetzt gucken wir hier, das sind ja gigantische Schlafzimmer. Das ist eigentlich auch nicht nötig.
So ein Schlafzimmer reicht eigentlich, wenn es 4 breit ist für einen Anfang. Sagen wir mal 5. Mal gucken, wenn ich die jetzt... Ach, die will unten versetzt werden. So. Ja. Dann könnte ich das hier so schieben. Und dann sie 1, 2, 3, 4, 5. Ja, da kriegt man schon ein Schlafzimmer rein. Mal gucken. Ist dieses hier alles immer noch sehr breit? Ob ich die Treppe vielleicht... Nein, die Treppe wäre schon gut dort. Also ich meine hier am Rand. Weil dann ist die nicht hier mitten im Weg. Könnte man vielleicht 1, 2, 3, 4, 5... Wenn wir hier jetzt ein Elternschlafzimmer haben. Und dann mache ich da das eine Bad. Oder die kriegen jeder ein Bad, so ein kleines. Ja, ich denke mal, getrennte Paare brauchen eigentlich jeder ein Bad. Die haben Glück, die kriegen ein bisschen größeres Bad. So. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Dann können wir das hier eins kleiner machen. Ja, dann sind das hier vernünftige Zimmer. Also zumindest bescheiden. So, und jetzt muss ich hier noch gucken, das Ganze hier nicht ein bisschen wuchtig ist. Man müsste natürlich auch so Gemeinschaftsbereich hier haben. Tja, das geht am besten, wenn man das ganze Geraffel mal reinstellt. Ich mache erstmal Licht, damit ich mehr sehe. So, Beleuchtung. Die billigen Baulampen. So. So, 3 Bäder sind natürlich auch viel für ein Starterhaus. Vielleicht zu viel. Das muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ja. Schwierig, schwierig. Ja. Aber vielleicht könnte man das eine erstmal unmöbliert lassen. Ja, ich werde sehen, wie ich mit dem Geld hinkomme. Also, jetzt erstmal Möbel reinstellen. Dazu mache ich hier mal alle Anzeigen. Und nur die Sonnenterrassen. Dann habe ich hier nämlich... Dann nehme ich ganz klar hier die Möbel von dem Sonnenterrassenpark. Das sind die Inseln, das sind die normalen Theken. Das sind übrigens hier die richtig coole Theken. So. Da könnte man schön so eine vollständige Luxusküche mitbauen. Und die sind natürlich auch ein bisschen teurer als die Billigtheken. Okay, ein Esstisch sollte schon ein etwas größerer sein. Ah, der ist ein Wohnzimmertisch und das ist ein Esstisch. Und die Stühle. Tja, da muss man dann diese bebretterten nehmen. So. Nehmen wir davon 6. Pack ist Pack. Okay, ja, geht finanziell. Aber es ist alles etwas teurer, als wenn man die billigen Sachen vom Base Game nimmt. Ja, da haben wir jetzt schon ordentlich Kosten angehäuft.
Und wir brauchen natürlich noch einen Kühlschrank. So. Okay. Da muss ich jetzt das Basisspiel wieder aktivieren. Dann nehmen wir hier in den da. Muss billig sein. Und Herd auch billig. Bleibt uns gar nichts anderes übrig. So. Und ein Waschbecken. Was kostet das? 275 und das 160. Tja, da müssen wir schon sparen. So. Aber vielleicht so. Das sieht doch schick aus. Okay. Dann können wir das jetzt mal so zusammenschieben, dass es Sinn macht. Wahrscheinlich macht das Wohnzimmer hier hinten am meisten Sinn. So, vielleicht noch mit einer Halbwand abgetrennt. Und dann machen wir das Esszimmer hier und die Küche wäre dann da. Dann kommt man zwar praktisch gleich in die Küche rein. So. Gut, das muss ich noch umgruppieren natürlich. So. Ja, das wird man dann schon so hinstellen. Gut, dann stelle ich die Sachen einfach erstmal irgendwie hin, damit die schon mal stehen. So. Da mache ich immer gerne einen Zwischenherd und Kühlschrank, damit die dort zubereiten können. Und ich werde sehen, ob wir uns diesen hier leisten können. Der ist ja eigentlich einer zu viel. Welche waren das? Die da? 330. Das könnte schon knapp werden. Ich glaube, den nehme ich gleich mal weg. Ein kleiner Mülleimer muss da ja noch hin. Tja. Der ist schon arg klein. Und der hier, den gibt es in schwarz. Der wird hier in die Ecke gestellt. Noch keine Tapeten und gar nichts. Ui, 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 ui. Ich mache das hier, glaube ich, noch eins kleiner. Ich meine, zur Not kann ich ja auch bis 22 gehen. Also 22.000 Simoleons, weil da ziehen ja gleich mal zwei ein. So, hier mache ich jetzt eine Halbwand hin. Das muss irgendwie schon sein. So, nein, die will ich ziehen. So, jawohl. Okay. Boah, schon so viel Geld ausgegeben. Das Kinderzimmer lasse ich vielleicht unmöbliert und vielleicht mache ich einfach erstmal nur hier ein Bad. Ja, wird mir wohl gar nichts anderes übrig bleiben. Und dann lasse ich die hier auch einfach beide leer und stelle hier Betten rein, dass das sozusagen ein Ausbauhaus ist. Und jetzt braucht das Ganze aber ein Dach. Das ist ja wichtig. Es soll modern sein. Da sind ja eigentlich die üblichen Dächer nicht so angesagt. Tja, aber hier so ein langgezogenes Flachdach, warum eigentlich nicht? Was heißt Flachdach? So ein Pultdach. So. Oh, geht bis in den Himmel. Runter mit dir. So. Und dann die moderne Technik. Das machen wir jetzt noch ein bisschen niedriger. So, komm. Geht das? Ah, schon überschritten die minimale Dachneigung. Okay, jetzt stelle ich hier noch eins drauf. Das ist so der ganz schicke Trend.
und fächer das so ein bisschen auf. Und dann kommt da noch eins hin. Dächer sind ja glücklicherweise kostenlos. Und dann fächer ich das noch ein bisschen hoch. So. Das ist jetzt schon ein bisschen viel. Und dann kommt noch eine Kopie. Und das muss dann aber reichen. So. Okay. Na, das sieht doch schick aus. Auf jeden Fall nicht so altmodisch. Und was mache ich hier für ein Dach hin? Vielleicht eins in der Gegenrichtung. Ich bin ja normal mehr so dieser normale Sattel- oder Giebeldach steht hier. Und auch die Wallendächer mag ich halbwegs gern, aber zu einem modernen Dach passt es einfach nicht so gut. So, komm. So, du wirst jetzt kleiner. Und man könnte natürlich auch ein Flachdach bauen, aber das hätte jetzt wird bei dem Bau auch ein bisschen komisch aussehen. Oh, ich muss hier noch Säulen machen. Kostet auch wieder Geld. Da fächer ich hier einfach nochmal eins hoch. So. Und Kopie mache ich einfach auch 4. Dann ist das zueinander passend. So. Sieht das gut aus? Na, auf jeden Fall abenteuerlich. Gut, Säulen. Müssen ja nur 2 sein. Und dann nehmen wir einfach ganz schlichte weiße Säulen. Damit es da nicht runterfällt. Das Obergeschoss. Und hier. Das kriegt jetzt hier. Das mache ich. Den Zaun hier mache ich beim nächsten Mal. Vielleicht lasse ich das einfach jetzt erstmal so für diesen Teil, denn ich habe hier schon über 22 Minuten. Und dann ist das schon mal für den ersten Teil, ja, das grundsätzliche Hausgerüst ist schon mal geschaffen sozusagen. Gut, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!